Hallo und guten Tag, ihr furchtbaren Menschen da draußen. Diejenigen von euch, die alles meinen, besser zu wissen und keine Ahnung davon haben, was eure Mitmenschen euch eigentlich sagen. Ihr seid viel zu sehr bei euch, ihr verdammten Egozentristen. Wisst ihr, ich bin wütend auf euch, ich bin verdammt wütend auf euch. Ich war einer von euch, das heißt, ich habe dazu gut Berechtigung, wütend zu sein, weil, passt mal auf. Wisst ihr noch damals, als euer bester Freund, nein, da hört's schon auf, was sind schon wahre Freunde? Freunde sind da, wenn ihr in Not seid. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ihr meistens alleine seid? Ist euch schon mal aufgefallen, dass die meisten Leute, die ihr neu kennenlernt, sofort die Schnauze voll von euch haben? Ja, es liegt an euch. Es liegt nicht an den anderen, es liegt an euch. Passt mal auf. Wenn ihr meint, alles besser zu wissen und das dann allen Leuten ständig unter die Nase reibt, dann seid ihr kein Deut besser als diejenigen, die es nicht verstehen, weil ihr es nicht erklären könnt. Verständnis, so die Dinge zu sagen, wie sie wirklich sind, und versuchen es in kleine Worte zu packen und nicht immer ständig neue Sachen dazu zu erfinden, komplexe Worte, von denen man erstmal die Definition auswendig lernen muss. Ja, dieses scheiß Bildungssystem, das scheint uns scheinbar immer noch zu vermitteln, dass wenn ihr was auswendig gelernt habt, ihr es gelernt habt, aber passt mal auf, die Anwendung ist das Entscheidende. Was bringt es euch alles zu wissen, wenn ihr keine Ahnung davon habt, wie ihr es umsetzt? Nichts. Gut, wenn ihr versucht zu forschen, was macht man da? Try and error. Ja, ihr versucht was, es schlägt fehl, dann versucht ihr es wieder, aber ein bisschen anders. Einstein hat die Menschen, die zweimal das gleiche, genau gleich versuchen und ein unterschiedliches Ergebnis erwarten, zu viel verrückt erklärt. Aber es gibt nicht zweimal die exakt gleiche Situation, außer im Labor. Nein. Und wenn ihr denkt, dass Freundlichkeit euch nur, keine Ahnung, Feinde schafft, dann seid ihr zu den falschen Menschen freundlich, nämlich zu Menschen wie euch. Das Problem ist, dass wir Leute anziehen, die uns ähnlich sind. Dabei sollten sich wirklich unterschiedliche Menschen anziehen und versuchen, voneinander zu lernen. Wir können alle voneinander profitieren. Es liegt nicht an dir, dass die Welt gut ist. Es liegt nicht an mir, dass die Welt gut ist. Es liegt an uns allen, weil wir es akzeptieren müssen. Wir müssen verstehen, warum es sinnvoll ist, nett zu unseren Mitmenschen zu sein. Und wenn ihr die anderen Leute dann auslacht, weil sie was nicht wissen, dann lacht ihr eigentlich euch selbst aus, weil ihr nicht wisst, wie man die Dinge richtig erklärt. Und wenn ihr dann Lehrer werdet, weil ihr im Beruf gescheitert seid, oder wenn ihr Dozenten werdet, weil ihr keine Ahnung habt, wie man das eigentlich anwendet, was ihr die ganze Zeit gelernt habt, dann seid ihr verdammte Scheiße nochmal schuld daran, dass diese Welt schlecht ist. So, es tut gut, das mal auszusprechen. Wisst ihr, ich wollte immer Friede, Freude, Eierkuchen mit allen Menschen. Ja, ich wollte, dass es allen Menschen gut geht. Aber wisst ihr was? Leidet. Leidet, wenn ihr andere Menschen leiden lasst. Lasst euch von eurem hohen Ross stoßen und euch niedertrampeln, denn ihr seid kein Deut besser als all die anderen da draußen. Jeder sollte einen Zweck in der Gesellschaft erfüllen. Und wenn euer Zweck ist es, andere Menschen niederzumachen und daher eure Befriedigung oder so findet, wenn ihr in Geld eure Befriedigung sucht, dann fickt euch. Ohne Witz. Ich bin jetzt etwas vulgär, das gebe ich zu, aber das sind doch die sanftesten Worte, die ich für euch, ja, übrig habe. Wenn ihr meint, dass ihr irgendwie besser seid, dann seid ihr verdammt nochmal in der Verpflichtung, eure Mitmenschen ein wenig mitzuziehen. Und wenn ihr Probleme habt, dann kümmert euch um eure scheiß eigenen Probleme, anstatt ständig anderen Menschen ins Leben zu pfuschen. Weil, ratet mal was? Ja, ihr hättet keine Probleme, wenn ihr euch anders verhalten würdet. Und wie soll ein Mensch mit Problemen anderen Menschen erklären, wie man Probleme löst, ne? Da läuft man doch schon völlig ins offene Messer wieder. Aber nein, wir vertrauen den Menschen dann auch noch. Ich war so naiv. Ich habe den Menschen geglaubt, was sie mir sagen. Und wegen euch blöden Pennern bin ich dann total ins offene Messer gerannt. Ich war kurz davor, Schluss zu machen. Aber nein, ich tue es für die Menschen, die mir was Gutes tun. Ich tue es für die Menschen, die anderen Leuten was Gutes tun wollen, nicht für euch. Und wenn ihr euch profilieren wollt durch irgendwas, dann kneift euch erstmal an die eigene Nase und überlegt euch mal, wer sich über euch schon wieder lustig macht. Und wenn ihr merkt, dass das nur daher kommt, dass andere Menschen sich über euch lustig machen, dass ihr euch dann wieder über andere Menschen lustig macht, ja, was soll man dazu noch sagen? Nichts. Mir fällt nichts mehr zu euch ein. Geht einfach in eure Ecke, löst eure scheiß Probleme endlich mal selber und danach könnt ihr gerne wieder rausgehen. Und wenn ihr es nicht alleine hinbekommt, dann fragt verdammt doch mal nach Hilfe. Nach Hilfe fragen ist nicht schwach. Schwäche zugeben ist wahre Stärke, weil das bedeutet, dass ihr besser werden wollt. Aber nein! Also, ich bin schwach. Habe ich jetzt in meinem letzten Video zugegeben. Ich weiß nicht, welches Video ich zuerst hochladen werde. Das ist auch eigentlich scheißegal. Aber ich bin wütend.
Ich bin verdammt wütend auf euch und ich hoffe, ihr werdet vom Blitz getroffen, wenn es kein anderer tut. Meine Fresse. Und wenn ihr jemanden seht, der die ganze Zeit arrogant und hochnäsig durch die Gegend läuft, dann fragt ihn doch mal, warum es ihm so gut geht. Und fragt ihn mal, welcher Mensch da draußen schlechter ist als er eigentlich. Wer hat denn keine Probleme? Manchmal kommen die Probleme nicht raus, aber je mehr man in sich reinfrisst, desto unsicherer und gewissenloser wird man die ganze Zeit. Also, schaut nicht die ganze Zeit nach dem Geld, dreht euch nicht die ganze Zeit danach um, denkt nicht die ganze Zeit, ich profiliere mich jetzt, weil ich eine Nutte bezahle und dann habe ich Sex, ja wow, Glückwunsch, kann jeder mit ein bisschen Kohle. Sondern kämpft für eure Mitmenschen, kämpft für euch selbst und nicht für irgendwas Komisches, was eh keiner versteht genau. Und bei dem man eh keinen genauen Wert, Zahlen, was sind schon Zahlen, weißt du, auf einer Skala von 1 bis 10, wie findest du den? Ah, voll die 3. Jetzt passt mal auf, was ist denn so schlimm daran, eine 3 zu sein? Vielleicht macht sich das ja noch. Vielleicht seid ihr ja in 5 Jahren die 3 oder die 2 oder die 1 oder macht Schluss. Nein, wir sind alle 10er, wenn wir 10er werden wollen. Nicht sofort, aber man kann daran arbeiten. Und ich sehe gerade immer mehr Menschen, die anfangen, an sich zu arbeiten. Und wenn ihr noch nicht dabei seid, dann fangt bitte endlich an, weil es ist anstrengend mit euch. So. An alle anderen, sorry, wenn ihr euch gerade anbrüllen lassen. Ihr seid echt korrekt und Dankeschön, dass ihr mich unterstützt. Und dass ihr die Liebe unterstützt und die Hoffnung und den Glauben an eine bessere Welt. Ja, und wenn wir alle da angekommen sind, dann könnt ihr auf der Straße die Hand ausstrecken und der Nächste gibt euch ein High Five. Einfach so, weil es Spaß macht, weil man sich verbunden fühlt miteinander. Weil wir alle Menschen sind. Es gibt keine Flüchtlinge, es gibt keine Christen, es gibt keine Juden, es gibt keine... Das sind alles nur Dinge, an die ihr glaubt. Wir sind aber alle Menschen. Fangt doch erstmal da an. Ich persönlich glaube an eine bessere Zukunft. Ich persönlich glaube daran, dass jemand mich erlöst hat. Aber ich habe mich die ganze Zeit eingekerkert. Wir müssen uns von uns selbst erlösen, bevor wir andere Menschen erlösen können. Und ich glaube daran, dass wir erlöst sein können, wenn wir daran glauben. So, alles klar. Also. Arbeit los. See you later. Ciao.